Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und in diesem Video geht es mal wieder um Produktfotografie. Ich habe ja vor kurzem schon ein Video dazu gemacht und da habe ich ja auch mit einem Blitz ausgeleuchtet. Und ich habe jetzt hier noch ein neues Setup aufgebaut und zwar hier unterm Dachfenster. Und ja, ich habe das ja im letzten Video schon erwähnt und ich wollte euch das einfach nochmal zeigen. Ich mache das auch dieses Mal hier mit einer Kompaktkamera. Im letzten Video hatte ich ja eine Spiegelreflexkamera. Und ich denke mir einfach, die hat nicht unbedingt jeder und auch das Blitzequipment, wenn es auch nur 150 Euro zusammen kostet, hat das auch nicht jeder und vor allem kauft man sich das auch nicht extra, um vielleicht mal einen Artikel bei eBay zu verkaufen. Also ich habe hier eine Sony Kompaktkamera und habe hier immer wieder eine analoge Kamera als Objekt und ja, ich möchte es euch jetzt einfach mal zeigen, dass es natürlich auch ohne Blitz geht und eben mit so einer kleinen Kamera. Wie gesagt, von hier oben kommt das Licht. Ich habe hier die Pappe hingemacht. Ihr könnt zum Beispiel auch hier zwei Wasserflaschen oder Ähnliches hinten dran stellen, wenn ihr jetzt kein Schränkchen dahinter habt oder Ähnliches. Und dann könnt ihr da dran die Pappe eben befestigen. Und ja, ihr stellt den Weißabgleich dann auf Tageslicht, denn ihr habt ja hier Tageslicht, das durchs Fenster reinkommt. Und dann schaue ich einfach mal, ich zoome hier mit der Kamera ein bisschen raus. Also ich bleibe nicht ganz im Weitwinkel, sondern so leicht bisschen in den Telebereich und dann schaue ich hier einfach mal, was ich so machen kann. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ich zoome noch ein bisschen weiter rein, damit diese Seiten, diese Pappe an den Seiten eben verschwindet. Und jetzt habe ich das schon, jetzt finde ich das eigentlich schon ziemlich cool. Ihr müsst eben schauen, dass ihr mit der ISO-Zahl ein bisschen nach oben geht. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ISO 800. Das könnt ihr eigentlich auch im P-Modus oder M-Modus an eurer Kamera einstellen. Ich versuche mal noch ISO 400, ob das auch vielleicht ausreicht. Ja, das ist jetzt hier auf dem Display, sieht es ein bisschen dunkel aus. Ich muss mir das später mal am PC anschauen. Also wieder ISO 800. Und ansonsten habe ich jetzt hier Einstellungen 1/100 Sekunde und Blende 5.0. Und wenn ihr das jetzt so nicht einstellen könnt, dann müsst ihr das mal im Automatikmodus versuchen und dann vielleicht mit der Belichtungskorrektur das Ganze ein bisschen hochregeln. Oder wie gesagt im P-Modus, den haben ja auch viele Kameras, da macht die Kamera alles außer den ISO-Wert. Aber wenn ihr Modus M habt, ist der auf jeden Fall natürlich auch bei solchen Kompaktkameras auf jeden Fall zu empfehlen. Ich mache hier noch ein Bild. Ich kann jetzt hier einfach wieder paar Details fotografieren und auch weiter reinzoomen und Ähnliches und ja, habe dann eben auch so meine Bilder. Und ihr seht, es ist jetzt kein Aufwand, wie gesagt, die Pappe, wie ich auch im letzten Video schon erwähnt habe, kostet 69 Cent. Die gibt es im Schreibwarenhandel und dadurch habt ihr eben hier so eine Hohlkehle, wenn ihr das so hier hinmacht, dass das hier ein bisschen rund ist und dann habt ihr keine Kanten im Hintergrund und der Hintergrund ist auch schön weiß. Ja, Dachfenster oder normales Fenster geht natürlich auch. Das einfach davor stellen und dann seid ihr schon gut aufgestellt. Ja, das ist dann jetzt die ganz simple Variante mit Kompaktkamera und Fensterlicht. So eine Kompaktkamera hat, denke ich, jeder zu Hause. Wenn nicht, versucht es auch einfach mal mit dem Handy. Und wenn ihr das Video sehen wollt, in dem ich das Ganze mit Blitz mache, dann klickt hier oben drauf, dann könnt ihr euch das anschauen. Und wenn ihr noch wissen wollt, warum ich hier jetzt zum Beispiel Weißabgleich Tageslicht eingestellt habt, dann klickt hier unten mal drauf, dann erfahrt ihr noch ein paar Sachen über den Weißabgleich. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier unten auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meine Videos mal teilt, euren Freunden zeigt und ja bei Facebook auf eurem Blog und so weiter teilt. Das würde mir auch sehr gefallen. Gut, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!